Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Eagle Slam Spandau im Jahr 2020. Macht mal ein bisschen mehr Lärm! Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen. Ich werde euch euchen den Abend über. Gibt es Personen, die gerne gesiezt werden möchten? Einmal Handzeichen bitte. Sie würden gerne gesiezt werden, alles klar. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Schön, dass ihr alle da sind und Sie auch. Toll. Einen ganzen Monat lang war ich nicht hier. Ich habe es sehr vermisst. Wer von euch war denn schon mal bei uns? Da oben auch ein paar, da unten auch ein paar. Schön. Wer von euch war denn noch nie bei einer Poetry Slam Veranstaltung? Okay, da gibt es seltsame Überschneidungen. Das ist ein dann erkläre ich ganz kurz, was hier heute Abend stattfinden wird. Mein Name ist Samson, ich führe durch den Abend. Wir haben heute 6 großartige Menschen eingeladen, die euch ihre Texte vorlesen werden und ihr werdet sie daraufhin bewerten. Dafür gibt es einige wenige Regeln, die werde ich ganz kurz... Es wird schon gefilmt übrigens, also du kannst die Aufnahmen danach im Internet einfach anschauen mit einer professionellen Kamera, aber mach gerne Fotos von mir, ich weiß, das lohnt sich. ist völlig aus dem Konzept gebracht jetzt. Die erste wichtige Regel, alle Texte heute Abend müssen selbst verfasst worden sein von den Menschen, die sie auch vortragen. Das darf zitiert werden, das ist klar, wenn es kenntlich gemacht wird oder eben sehr, sehr eindeutig ist. Ansonsten muss alles selbst geschrieben sein. Wenn gegen diese Regel verstoßen wird und ihr hört was und denkt, huch, das habe ich aber in der 4. Klasse schon mal gelesen, glaube ich, dann wird auch mir das auffallen, weil ich habe alle Bücher gelesen. Also in der 4. Klasse. Und ich werde aufstehen und die Person von der Bühne moppen. Kraft meiner beachtlichen Wampe wird die Person einfach dann in den Publikumsraum geschleudert werden und ist vom Wettbewerb disqualifiziert. Die zweite wichtige Regel, es gibt heute ein Zeitlimit. Das liegt heute bei uns bei 7 Minuten. Es ist nicht ganz einfach, Kunst miteinander zu vergleichen und zu bewerten. Deswegen haben wir uns beschlossen, jeder hat 7 Minuten Zeit einfach nur. Die dritte wichtige Regel ist, es ist kein Gesang erlaubt. Das ist eine Wortveranstaltung, das heißt, mehr als 50% des Textes müssen gesprochenes Wort sein, weil es da manchmal Verwirrungen gab. Rap gehört zum gesprochenen Wort und nicht zur Kategorie Gesang. Die vierte wichtige Regel, es sind keine Kostüme und keine Requisiten erlaubt. Alle Leute auf dieser Bühne sehen im privaten Leben genauso aus und haben nichts dabei, außer einem Textblatt oder einem anderen Medium, von dem man ablesen kann. Und es gibt eine fünfte wichtige Regel. Diese Regel ist für euch, liebes Publikum, und für Sie. Diese Regel lautet Respect the Poet, das ist ausländisch und bedeutet respektiert bitte die Leute auf dieser Bühne. Sie sind alle hierher gekommen, um euch was von sich zu präsentieren, aus ihrem Herzen, aus ihrem Hirn. Und dafür gebührt diesen Menschen Respekt. Das bedeutet, heute wird nicht gebuht werden. Niemals. Wenn euch was nicht gefällt, klatscht ihr einfach ein bisschen leiser. Zweitens, ihr werft nicht mit Gegenständen, bitte. Weder fauliges noch frisches Obst, das ist mir sehr wichtig. Mit Kreditkarten darf geworfen werden. Oder mit Scheingeld, nicht mit Münzen, bitte, das kann schmerzhaft werden. Und das dritte Wichtige, all diesen Leuten gebührt Applaus. Und wie das sich anhören könnte, haben wir vorhin schon, das haben wir hervorragend gemacht. Ich wollte gerade mal ganz kurz schauen, ob hier der Pegel richtig eingestellt ist. Dann kommen wir zum ersten Applaus. Könnt ihr einfach mal vollkommen ausrasten, bitte? Ja, wir haben heute einen Kameramann dann vom TV Berlin. Du filmst nur die Bühne, oder? Ab und zu auch die Leute, okay. Das heißt, wenn ihr nicht gefilmt werden möchtet, dann sagt mir das bitte in der Pause. Ja, dann werdet ihr nicht ausgestrahlt danach. Das ist wichtig. Wir können das nicht vorher klären, weil das viel zu kompliziert ist. Aber wenn jemand auf gar keinen Fall aufgenommen werden möchte, dann sagt mir bitte einfach Bescheid. Und deswegen habe ich auch das hier. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber eigentlich sieht man es kaum. Wir waren beim Applaus. Genau, wir waren beim Applaus. Wir stellen uns eine Skala vor, von 1 bis 10, wobei 1 sehr schlecht ist und 10 sehr gut. Ist verrückt, ich weiß. Und wir fangen unten bei der 1 an. Das ist ein Text, den ihr hört und dachtet, wow, es tut mir richtig leid, geboren worden zu sein. Nichts bisher in meinem Leben hat sich gelohnt. Das war der schlechteste Text, der jemals geschrieben wurde. Wie klingt heute Abend ein 1-Punkte-Applaus? Das tut richtig, richtig weh. Das machen wir nie wieder, bitte. Wir steigern uns sofort zu 5. Ein durchschnittlicher Text von einer durchschnittlichen Person, durchschnittliche Länge. Das war alles richtig mittelmäßig. Ihr hört den Text und denkt euch, krass, dass es jemand geschafft hat, so exakt den Durchschnitt zu treffen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wir kriegen heute Abend 5 Punkte. Wir haben 6 Punkte.
eine Text, der so gut ist, dass ihr euch denkt, wow, es hat sich nur dafür gelohnt, geboren worden zu sein. Mein ganzes Leben hat gerade seinen Höhepunkt erfahren. Was danach kommen wird, kann nie mehr so gut sein wie dieser eine Text. Wir kriegen heute Abend im Kulturhaus Spandau 10 Punkte! Das war wunderschön. Vielen Dank. Ah, das war toll. Irre. Oh, mein Buch ist runtergefallen. Wann ist das passiert? Als ich aufgestanden bin, durch den Lufthauch. Schade. Es gibt eine weitere Tradition im Poetry Slam, die Tradition des Opferlamms, des Featured Artists, der was vorliest, um euch ein bisschen einzustimmen auf das, was passieren wird, weil ihr wisst ja zu großen Teilen noch überhaupt gar nicht, was das hier für eine Veranstaltung ist. Wir haben wie immer keine Kosten und Mühen gescheut, um uns einen der bekanntesten Slam-Poeten aus dem Berliner Umland einzuladen, um euch einen Text außerhalb der Wertung ganz am Anfang vorzulesen. Und ich freue mich, ihn ankündigen zu dürfen. Hier ist für euch Samson. Danke. Ja, das habe ich geschickt gemacht. Ne? Der Text trägt den Titel Einer von denen heißt Horst. Das ist, das ist eine wichtige Info einfach, dass einer von denen Horst heißt, aber ich habe im Text keine Möglichkeit gefunden, sie unterzubringen. Deswegen heißt der Text, einer von denen heißt Horst. Im Text kommt mein Mitbewohner Heiner vor. Das ist mein Mitbewohner. Der heißt Heiner. Polizei, was machen Sie denn da? Werde ich angeplärrt. Ich schüttle ab und drehe mich um. Danke. Vor mir stehen vier mitteldicke Männer mit Taschenlampen. Sie sind ja gar nicht die Polizei, sage ich. Nee, wir sind die Bühmer. Drei der vier Männer deuten synchron auf den Schriftzug, der ihre dunkelblauen Jacken ziert. Der vierte hat keinen Aufdruck, wahrscheinlich ein Praktikant. Der Bürgerwärmer Zahn. Und warum sagen Sie dann polizeifreich? Das ist Amtsanmaßung, das ist verboten. Was Sie hier macht, haben Sie auch verboten, sagt Horst. Seine Kollegen nicken. Ja, schon, aber ich prahle ja auch nicht vor fremden Leuten. Ich hätte hier gerade an die Mauer gepudert, sage ich. Außerdem halten Sie das für eine gute Idee, in die Gegend zu pissen, unterbricht mich Horst. Na ja, gute Idee, sag ich. Wir haben aber viele Leute gar nichts mehr zu tun, wenn man immer nur die guten Ideen umsetzen würde. Halten Sie das für eine gute Idee mit der Bürgerwehr? Aber sicher, sagt Horst, seine Kollegen nicken. Na, da sehen Sie mal, wo das hinführt mit den guten Ideen, sag ich. Manchmal hilft eine zweite Meinung. Ich finde das auch eine gute Idee, sagt Bühmer 2. Seine Kollegen nicken. Die zweite Meinung sollte von einem Außenstehenden kommen, sag ich, sonst zählt es nicht. Ich stehe doch außen, sagt der ganz außen steht. Horst zieht einen Block aus seiner schwarzen Cargohose. Ich schreibe Ihnen jetzt eine Verwarnung, sagt er und kritzelt etwas auf den Block. Ich schlage beide Hände über den Kopf zusammen. Oh nein! Und dann? Beim nächsten Mal gibt's. Oh Gott, was? Werde ich eingesperrt, verprügelt? Muss mich schriftlich zur Notdorf-Porzellan-Nutzung verpflichten? Horst warnt den Zeigefinger. Dann gibt's eine zweite Verwarnung. Was? Ich blick ihn schockiert an. Noch eine Verwarnung? Und dann? Der dritte Mal kostet Strafe, sagt Horst. Bekommt der Praktikant dann auch eine Jacke mit Aufdruck, frage ich. Horst wird etwas erwidern, wird aber von Heiner abgelenkt, der flankiert von Bühmer 5 und Bühmer 6 um die Ecke biegt. Wir haben noch ihn erwischt, sagt Bühmer 5. Halten Sie denn für eine gute Idee, in die Gegend zu pissen, fragt Horst. Heiner blickt erst Horst, dann mich erstaunt an. Eine gute Idee, sagt Heiner, da ich auf einmal sehr viel Zeit, wenn ich nur nicht gut nicht winke, habe ich alles schon erklärt, sage ich. Seid ihr schwul, fragt Heiner unvermittelt. Die ganze Bürgerwehr zuckt zusammen und taxiert Heiner mit finsteren Blicken. Vorsicht, sagt Horst, wir sind die Bühmer, die Bürgerwehr mal zahlen. Ach so, sagt Heiner. Ich dachte, das steht für besorgte Bürger, üben Männer anzumachen. Aber dann müsste es doch B-Bühmer heißen, sag ich. Heiner zeigt auf den Stotterer. Ich dachte vorhin, er macht Werbung für seine Website. Wir sind die Bühmer. Und sowieso halten Sie das für eine gute Idee, im Dunkeln wildfremde Männer anzusprechen, die ihren Penis in der Hand halten? Heiner mustert Horst. Also, ich stehe ja ein bisschen auf Uniform. Tritt einen Schritt näher, Horst weicht zurück. Na komm schon, nicht so schüchtern, sagt Heiner. Ist das ein Schlagstock in deiner Tasche oder freust du dich, mich zu sehen? Das ist ein Schlagstock, ruft Horst und weicht weiter zurück. Ein Teleskop-Schlagstock stehen bleiben, ich kann den noch länger machen. Und noch länger, du böser Bürgerwehrler, säuselt Heiner. Und läuft hüftschwingend auf Horst zu. Horst zieht den Schlagstock hektisch auseinander, wobei ihn fallen lässt. Der Stock verheddert sich zwischen seinen Beinen. Horst stürzt und liegt vor uns auf dem Boden. Er stützt sich mit einer Hand ab und rappelt sich wieder auf, blickt dann angewidert auf seine Hand. Also rückblickend betrachtet, zeige ich mit Blick auf seine nassen Finger, halte ich es durchaus für eine gute Idee, hingepickelt zu haben.
Man hört, wie zwei rostige Zahnräder im Horsts Kopf langsam zu rattern beginnen. Eine Wolke oxidierten Eisenstaubs pufft aus seinen Ohren. Sein Mund öffnet sich langsam und holt Luft, als hätte er seit Wochen nicht geatmet. Und seine Uvula flattert uns seiner fleischigen Wienfahne gleich entgegen, als er mit der gesammelten Kraft seiner beachtlichen Bauchdecke anfängt zu brüllen. Heiner weicht geschickt einigen Backenzähnen aus, die von Luftstrom aus Horsts Unterkiefer gerissen wurden. Die Backenzähne treffen Hümer 2 bis 6 wie Gummigeschosse an jeweiligen Köpfen, alle 5 fallen ohnmächtig zu Boden. Horst wird vom Rückstoß seines Schreis nach hinten geschleudert, durch ein horstförmiges Loch in der Mauer sieht man den regungslos in einem Vorgarten liegen. Das war jetzt gegen Ende ein bisschen unrealistisch, sagt Heiner später zu mir, vor allem das mit dem horstförmigen Loch in der Mauer. Findest du, sag ich, wir haben doch mittlerweile in den absurdesten Positionen solche Horsts. US-Präsident ist Horst. Brasiliens Präsident ist ein Horst, unser Innenminister heißt sogar Horst. Ich kann die Grenzen des Möglichen bei Rassisten einfach nicht mehr so richtig einschätzen. Da hast du recht, sagt Rainer. Schreib weiter. Dankeschön. Und damit starten wir jetzt in den Wettbewerb. Ich bin sehr froh, dass er es schon zum zweiten Mal wieder nach Spandau geschafft hat. Er ist Gründungsmitglied der traditionsreichen Lesebühne LSD und ich freue mich unglaublich, dass er gleich an dieses Mikrofon treten wird. Bitte rastet vollkommen aus für Micha Ebeling! Also die Lesebühne heißt nicht LSD, sondern da kann man ja sonst was denken. Die heißt LSD, Liebe statt Drogen. Also über die Abkürzung. Das hängt damit zusammen, dass wir, als wir den Namen gesucht haben, irgendwie uns überlegt haben, ne, mit LSD, aber da haben wir dann irgendwie nicht genau gewusst, welche Worte nehmen wir da am besten. Dann haben wir das mal jede Woche genannt. Was anderes probiert, zum Beispiel Los, spring doch, oder Lenin sagt Danke. Einmal haben wir, das stand dann scheinbar irgendwo auch immer im Internet, einmal haben wir uns genannt Ledersklaven Domina. Ja, es war ein sehr schöner Abend. Ja. So, ich lese jetzt einen Text vor, der heißt In Spandau lese ich am liebsten. Nee, das habe ich mir ausgedacht. Ein bisschen einzuschreiben. Er ist die SMS und andere Dinge, die ich nicht so ganz verstanden habe. Es ist ein Januar-Montagstext. Es geschah an einem Montag. Einem Montag im Januar. Und genau an einem Montag im Januar des vergangenen Jahres wurde mir mein Fahrrad gestohlen. Von einem Dieb. Was würde dieser Montag in einem Januar bringen? Es war noch recht früh am Morgen, so etwa 14 Uhr, das war gut so. Da könnte ich auch schon mal früh aufstehen, um viel zu schaffen, dachte ich, und stand auf, um viel zu schaffen. Ich setzte Kaffeewasser auf und hatte plötzlich so ein Gefühl, obwohl ich noch recht spärlich bekleidet war, nur mit Tüll und Negligé, beschloss ich runterzulaufen in den Hausflur zum Postkasten, um bei dieser Gelegenheit gleich mal nachzuprüfen, ob der Dieb von letztes Jahr wieder da war. Irgendwie hatte ich da was im Urin. Und richtig, da soll noch einer was sagen, ging was im Urin, weg war's, das Fahrrad. Schon wieder geklaut. Und wieder nur meins. Alle anderen Fahrräder noch da. Genau wie letztes Jahr. Ich tröstete mich damit, dass ich dann eben auch nicht in Versuchung käme, mit dem Fahrrad zu fahren. Wie schnell fällt so ein alter Mensch hin? Zack, Oberschenkel, Halsbruch, Krankenhaus. Und das weiß man ja, dass die meisten Alten von dort nicht mehr lebend wegkommen. Lungenentzündung, Nierenversagen, Herzinfarkt, angeblich. In Wirklichkeit gibt es ja jetzt so viel Pflegepersonal, das ungefragt und freiwillig Sterbehilfe übernimmt. Vermutlich gibt es da von der Krankenkasse Boni dafür. Wird bloß noch nicht offiziell drüber gesprochen. Aber das wird die Zukunft sein, dass die Renten am Krankenhaus gekeult werden. Da könnte ich wohl jetzt schon mal den passenden Witz dazu erfinden. Kommt ein Rentner aus dem Krankenhaus? Nee, ohne mich. Für einen Moment war ich dem Dieb sogar dankbar. Aber dann wurde ich doch noch mal kurz emotional und wünschte ihm, dass er mit seinem Rad, also mit meinem, so richtig, aber wirklich so richtig aufs Maul kracht, direkt vor einem LKW, der dann nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Na, Hauptsache, dem hat es nichts passiert, wie ich immer sage. Naja. Dafür mein Briefkasten, der war nicht gestohlen, da lag sogar ein Brief drin von der Deutschen Bahn. Na, was wollen die denn? Die sind doch auch krumm, wenn sie sich bücken. Emotional aufgewühlt vom Fahrradklau ging ich zurück in meine Wohnung. Gerade als ich den Brief aufriss, machte mein Handy ein Geräusch. Eine SMS.
Die kann warten. Erst mal sehen, was die Bahn glaubt, mir schreiben zu müssen. Ach, was die nicht meinen. Ich solle eine Karte mit folgendem schon auf der Karte vorgedruckten Text an einen Freund schicken. Hallo Freund, zum Jahreswechsel habe ich mir vorgenommen, dass wir uns diesmal schneller wiedersehen. Deshalb schenke ich dir heute eine kostenlose Schnupperbahncard 25. Geh einfach mit dieser Karte in die nächste DB-Verkaufsstelle, kaufe eine Hin- und Rückfahrt mit 25% Rabatt auf die normalen Sparpreise des Fernverkehrs. Super, oder? Worauf wartest du noch? Komm ich doch einfach zwischen dem 1. und 28. Februar 2020 besuchen. Gute Fahrt und bis bald, dein Michael Ebeling. Was Sie sich einbilden, zum einen hatte ich keine Freunde, und zum anderen, ich überlegte, was ich wohl denken würde, wenn ich so eine Karte bekommen würde. Ich glaube, wenn ich mit irgendjemandem noch so ein bisschen befreundet wäre, also so lose, und der würde mir dann so eine unpersönliche Karte der Deutschen Bahn schicken, ich glaube, dann wäre es gleich ganz aus. Das wäre doch so ähnlich, als wenn ich ihm eine Karte von McDonald's schicken würde, lieber Freund. Lass uns doch mal wieder zusammen essen gehen. Gerne lade ich dich auf einen Teilbetrag für das Menü ein. Statt 5,99 € zahlst du nur 3,99 €. Nimm diesen Voucher und wir treffen uns, Ort, Uhrzeit und lass uns mal wieder richtig gut gehen, wir zwei beiden. Nee, so weit kam es noch. Wir spinnen noch bei der Bahn. Wer sowas macht, der keult auch Rentner. Wir Alten müssen jetzt zusammenhalten. Wir müssen uns wehren, wir müssen uns bewaffnen. Der ältere Mitbürger gilt doch nichts mehr in der Gesellschaft. Wir sollen an den Rand der Gesellschaft getrieben werden, an den Rand des Wahnsinns und an den Rand von Massengräbern. Und dann Genickschuss. Gegen irgendwen geht's doch immer. Und jetzt sind's die Alten. Ich fühlte, wie ich mich in Rage dachte, wie ich innerlich kochte, aber auch das Kaffeewasser kochte und ich goss auf. Mit der Kaffeetasse in der Hand napoleonte ich in meiner Wohnung auf und ab. Dabei sah ich, dass der Anrufbeantworter von meinem Festnetztelefon blinkte. Jemand hatte während meines Gangs zum Postkasten angerufen, bestimmt Mutter. Aber es war nicht Mutter, es war schlimmer, es war das Böse. Es sprach folgende Worte. Vereinigung Gewinnspieleintragsdienste. Sie haben bei einem Gratis-Gewinnspiel gewonnen und sind der Gewinner eines niegelnagelneuen BMW Coupés oder eines Geldpreises von 30.000 Euro. Um Ihren Gewinn zu aktivieren, rufen Sie an unter folgender Rufnummer 09 005 56 00 90. Ich wiederhole 09 005 56 0090. Am besten Sie rufen gleich an, unsere Mitarbeiter warten. Zur Sicherheit wiederhole ich nochmal die Rufnummer 09 005 56 0090. Ja, also der hat ja wohl nicht alle Unterschriften auf dem Totenschein, der Zombie, der sagt, mit älteren Menschen kann das machen. Die Rentner müssen uns echt schützen, Netzwerke bilden, Bürger werden. Mann, was für ein Tag. Fahrrad weg, Anti-Rentner-Terroraktion im Briefkasten auf AB. Ich würde gleich nachher bei der Polizei, wenn ich den Fahrraddiebstahl melde, eine Fangschaltung beantragen. Das Altersheim schlägt zurück. Wenigstens war der Kaffee lecker. So, wer hatte mir denn nun eine SMS geschickt? Mir schickt doch sonst keiner eine. Ich las. Liebste! Ich ziehe mit dir zusammen, heirate dich, werde dich glücklich machen und dich lieben, wie noch nie ein Mann eine Frau geliebt hat. Bleib frei. 4 Ausrufezeichen. Holla, 4 Ausrufezeichen. Der muss aber verliebt sein oder stark betrunken. Die Rechtschreibung ließ drauf schließen. Außerdem war der Typ offensichtlich noch nicht mehr in der Lage, die richtige Nummer seiner Liebsten einzutippen. Da hatte er aber verdammtes Glück gehabt, dass er ausgerechnet an mich die SMS geschickt hatte. Ich schrieb zurück. Liebster, es kann nichts werden mit uns, denn ich habe vorhin auf der Polizei, wo ich vor einer halben Stunde eine Vermisstenanzeige wegen dir aufgegeben habe, einen wahnsinnig netten Typen kennengelernt, dem gerade sein Fahrrad geklaut wurde. So einen richtig netten älteren Herrn, verstehst du? Sehr gesetzt, mit ganz lieben Augen und dieser vertrauenserweckenden Portion Übergewicht. Nicht so eine irische Flitzkiebe wie du, die nur saufen, Koks und Weiber im Kopf hat. Er hat mir endlich die Bahncard 25 als Schnupperversion geschenkt, die ich mir schon so lange gewünscht habe. Tut mir leid, dass es mit uns nichts wird. Nein, stimmt nicht. Tut mir nicht leid. Wenn noch Fragen sind, ich bin ab jetzt noch unter folgender Telefonnummer zu erreichen. Nur noch. Jetzt gerade schon in euren Wertungstafeln blättert, unterlasst es bitte, wir werden noch eine Person hören und dann erst die beiden Wertungen einholen. Dann habt ihr nämlich direkt einen Referenzwert, das habe ich mir so ausgedacht und fand super. Deswegen freue ich mich direkt, den nächsten Kollegen an dieses Mikrofon zu holen. Bitte rastet vollkommen aus für Nico! Ich habe euch einen Text mitgebracht, der vom Dating handelt. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Leute, die immer sagen,
Ach, da musst du nichts dramatisieren. Das ist einfach so, geh mit der Zeit. Früher ist vorbei, früher war früher, das war anders. Wir haben uns alle auf dem Dorf kennengelernt, aber heute ist das eben so. Und da musst du dich einfach anpassen. Ich meine, was hast du zu verlieren? Ja? Nichts. Geh hin, eine Stunde, quatscht ein bisschen, passiert dann nichts. Nicht schlimm. Ja, guck mal, ich und die Marie, die haben uns auch so kennengelernt. Ja? Ich kenne diese Gespräche so gut. Ich habe es auch versucht. Ich habe es mit dem Daten versucht. Es hat nicht geklappt. Ich bin kein sehr begabter Single, glaube ich. Ich habe deswegen folgenden Text geschrieben, der heißt: Ich hasse Dates. Ich hasse Dates. Mir widerstrebt der gesamte Blick, den Jenny und ich nach einer ungelenken Umarmung austauschen, bei dem ich mich wie in einem Nacktscanner fühle, der an einen Lügendetektor angeschlossen ist. Mir wird klar, dass das jetzt ein sehr langer Abend wird und ich fürchte, dass auch sie im Grunde schon nach dem Ausgang schien. Ich kann förmlich mit Händen greifen, dass wir beide innerlich die hochgeladenen Fotos mit dem tatsächlichen Bild abgleichen und nun gerne nochmal die Möglichkeit hätten, in Ruhe und in Kenntnis der Sachlage über ein Wischen nach links oder rechts zu entscheiden. Aber das geht nun natürlich nicht. Wir beide sind nun zusammen in einem Bob, fahren die Bahn hinunter und haben für die nächsten 2 Stunden denselben Weg. Wenn ich zu einem Treffen unterwegs bin, stelle ich mir manchmal vor, dass die Berliner Singles wie Lottokugeln in der Glastrommel durcheinander fliegen. Die Wahrscheinlichkeit eines Sechsers im Lotto ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg oder zwischen Berlin und München an irgendeiner x-beliebigen Stelle einmal die Hand rauszuhalten und eine Spielkarte zu ergreifen, die dir irgendjemand an genau einer Stelle genau eine Sekunde lang hinhält. Genauso fühle ich mich auf jeden Fall. Innerlich bewege ich mich längst zwischen ironischer Distanz, Amüsiertheit und Verzweiflung. Warum müssen wir Singles über die Satelliten gehen, um uns zu treffen? Warum müssen wir mit dem Weltall Bande spielen, damit wir uns begegnen? Soll ich das lustig finden? Doch wie soll ich in Berlin sonst jemanden kennenlernen? Manchmal beobachte ich die Leute in der U-Bahn, wie sie sich gegeneinander nach links und nach rechts wischen. Zewa, wisch und weg, denke ich dann. Tinder statt Kinder. Und es fasziniert mich. Es kommt mir vor, als würden wir alle Tetris miteinander spielen, um uns irgendwie gegenseitig in unser Leben einzubauen. Was da von oben kommt, ist ja ähnlich unberechenbar oft. Bei vielen Mädchen habe ich allerdings das Gefühl, ihr Leben sei schon so voll, dass sie mich im Grunde eigentlich nur noch hineinpuzzeln möchten in ihren sowieso schon so vollen Terminkalender. Als sei da eine Lücke, in die ich hineinpassen soll, damit endlich ein Bild entsteht. Naja, und heute Abend sitzt mir jetzt Jenny gegenüber, die mir schon nach 3 Tagen mit folgender wirklich so verfassten Nachricht, stimmt wirklich, Nachricht aufschließt. Na du, wie war dein Abend? Ich bin heute etwas früher nach Hause gekommen, habe dann meditiert, ein bisschen geweint, dann masturbiert und jetzt koche ich Suppe. Habt ihr auch so Nachrichten bekommen? Ich kann es beweisen. Ich hatte das Gespräch dann auf das Thema Meditation gelenkt und vorgegeben, mich gern mal darüber mit ihr austauschen zu wollen. Und so merkwürdig mir ihre Nachricht vorkam, so möchte ich nicht leugnen, dass mir die Möglichkeit eines leichten Abenteuers natürlich auch irgendwo verlockend erschienen war. Und jetzt sitze ich ihr gegenüber. Nach 5 Minuten bestellt sich Jenny tatsächlich Suppe. Ich bemühe mich nicht, an ihre Nachricht zu gehen. Während sie in ihrer Suppe rührt, habe ich sehr widersprüchliche Gedanken. Da, wo ich herkomme, kennt man das Mädchen, für das man sich dann irgendwann zu interessieren beginnt, schon seit vielen Jahren und man hat Zeit, sie langsam kennenzulernen. Die Dinge wachsen einfach, organisch. In dieser verdammten Online-Dating-Welt geht das aber nicht. Ich weiß von Jenny nur, dass sie nach dem Weinen und vor dem Suppekochen masturbiert. Alles andere muss ich jetzt herausfinden und dann muss ich entscheiden, ob wir uns wiedersehen und ob wir mehr tun wollen, als uns für eine Nacht aneinander zu puzzeln. Während ich diese Gedanken habe, spricht Jenny. Und der Abend entwickelt sich immer mehr so, wie wenn ich abends müde die Tagesschau sehe. Ich verfolge die Gesten und die Mimik der Sprecherin und ich kann hinterher etwas zu ihrer Kleidung sagen, während die Inhalte schemenhaft an mir vorbeifahren, wie Schiffe im Nebel. Da in Jennys Suppe etwas Klebriges gewesen sein muss, hat sich zwischen ihrer Oberlippe und ihrer Unterlippe ein Spuckefaden entwickelt, der nun sein Eigenleben führt und auf- und niedertänzelt. Der dreieckige Faden wandert von links nach rechts und bleibt dabei immer mit beiden Lippen verbunden. Ein bisschen wie bei dieser Comicserie, in der eine Figur aus einer Linie gezeichnet ist.
die gleichzeitig der Boden, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vor dem schwarzen Loch ihres Mundes gibt es für mich jetzt nur noch diese tänzelnde Figur aus weißem Suppefaden. Die Figur scheint sich fürchterlich über irgendetwas aufzuregen, aber ich verstehe nichts. Genauso komme ich mir jetzt vor. Jetzt ist meine scheiß Einsamkeit riesig und ich fühle mich allein und völlig isoliert in dieser scheiß Kneipe und ich trinke noch ein Bier, um von dem Gedanken wegzukommen, dass Jenny masturbiert und sich dann Suppe kocht. Ich hasse Dates. Ich hasse Dates, aber eins ist klar, Jenny wird weiter masturbieren müssen. Und wenn ich zu Hause bin, koche ich mir Suppe, und zwar Buchstabensuppe. Vielleicht lässt sie sich deuten und vielleicht steht in der Buchstabensuppe dann der Name meines nächsten Scheiß-Dates. Jetzt kommen wir zu den ersten Wertungen. Ihr werdet zuerst den zuerst gehörten Micha bewerten und danach den soeben gehörten Nico. Wir machen das folgendermaßen. Ihr überlegt euch, was ihr werten wollt. Tut mir super leid, ich gucke euch super selten an. Das ist mir bewusst. Es ist einfach sehr selten, dass wir Shows mit Empore haben. Aber ich werd mich bemühen, euch ein bisschen mehr einzubeziehen. Und dann werde ich von 3 auf 1 runterzählen. Und dann hebt ihr alle zusammen, alle gleichzeitig die Wertungstafeln hoch, damit ihr nicht voneinander abschaut. Ja? Habt ihr das alle verstanden? Haben Sie das auch verstanden? Okay. Toll. Wir werden noch Freude. Wurde sich überall entschieden? Ich denke ja. Okay, dann die Wertungen für Michael Eberling. Bitte in 3, 2, 1, jetzt! Nette Geste, durchaus. Wir haben dort oben eine, dort hinten eine 6, dort oben eine 7, ich mach das mal so. Und dann haben wir hier eine 8 und eine weitere 8. Ich streiche die höchste Wertung und die niedrigste Wertung. Warum mache ich das? Es kann sein, dass Michael Ebeling Mama da hat, die ihm zwar offenbar nicht anruft und keine SMS schreibt, aber ihn vielleicht sehr, sehr hoch oder sehr niedrig bewertet. Und das wollen wir natürlich umgehen. Dann haben wir 7 und 8 und 8. Das ist das gleiche wie 3 mal 7 minus 1. Das sind 23 Punkte für Michael Ebeling. Die Wertungen für den soeben gehörten Nico. Auch da wird nicht mehr geblättert. Wo sind sie denn? Ich hab's da war eine und dort war eine. Ich glaube, alles. Okay. Die Wertung für Nico bitte in 3, 2, 1, jetzt! Dankeschön. Kurzer Überblick. Da sehe ich eine 6, da sehe ich eine 7, eine weitere 7, noch eine 7 und eine 8. Ich streiche die 6, ich streiche die 8. Das sind 3 mal 7. Das sind 21 Punkte für Nico! Und wir machen weiter mit einer Poetin. Sie ist seit ungefähr einem Jahr wieder aktiv auf der Bühne und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Bitte klatscht sie auf die Bühne. Hier ist für euch Franzi Letschis! Hi. Wow, seid ihr hell. Ich habe gedacht, um ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen, hier sind wir schon Lyrik. Ich habe einen Text mitgebracht über Laura. In dem Text geht es um ein Wort, das sehr wichtig ist und viel zu oft vergessen. Ihr werdet sehr schnell merken, um welches Wort es geht. Zwischen Autobahn und Bahnhof, in des Schattenwaldes Schein, kilometerlanger Nahtod. Und dazwischen winzig klein, neugeboren und zu bewegen auf der Welt, um stark zu sein, sitzt inmitten weiser Blödheit. Ein Kind, Laura. Und sagt nein. Doch, schauen wir uns die Story an, dann wird uns ganz schnell klar, nein sagen ist voll okay, nur spricht man es als ja. 1. Als Laura gerade 4 Jahre war, die Haare kurz, die Augen klar, lebendig, munter, fröhlich lächelnd, kommt die Oma an und tätschelt Lauras Kopf, als Susi fragt, wann denn ihr Geburtstag sei und Oma für sie sprach. Ja, die Laura, die hat keinen Geburtstag, die hat der Esel im Galopp verloren, da gibt's nichts zu feiern. Ein kleiner Dorn. In Lauras Herz, der unentdeckt allmählich wächst, umso älter sie dann wird. Ein kleines Nein von Mamas Seite, die da unberührt dabei stand, hätte geholfen. 2. Nach einem schönen Wintertag kommt Laura abends heim. Sie geht aufs Klo, sieht rotes Blut, fängt lauthals an zu schreien. Ihr Vater kommt und will sie retten, sieht es? Er sagt, nein, das ist Frauensache. Und Laura bleibt blutend allein.
Und so läuft dann halt der Zyklus, so wie man ihn nicht braucht. Pro Monat fiese Schmerzen, vom Knie bis hoch zum Bauch. Doch Papa, der hat Pläne und so heißt es immer wieder. Sobald es schneit, da geht es los, die Loipen auf und nieder. Langendorf, Laura, das wird spaßig. Hast denn schon Lust? Nicht so, Papa, ich hab Schmerzen vom Bauch bis hoch zur Brust. Doch Papas Face, das wird zur Faust. Und Laura wird schon klar, dass Nein sagen voll okay, doch hier ein Fehler war. Von stell dich nicht so an, bis jedes Mal das Gleiche. Kannst Laura nicht mehr hören, atme tief und seufzt leise. Doch Papa ist in Rage, kommt richtig erst in Fahrt. Die nagelneuen Skier hab ich dir bezahlt. Und so klingt Laura traurig, die Binde in den Slip. Ein Tampon wäre ihr lieber, doch da kommt Mamas Tick. Sich dort was reinzuschieben, dann macht man einfach nicht. Unhygienisch teuer auch, die Diskussion Witz und am Tagesende auch egal, denn alle sind jetzt sauer. Beim nächsten Mal klebst du das Ding gefälligst mal genauer. In der Regel wie ein Wasserfall. Ein Tampon ist verboten. Die Binde rutscht, der Skianzug sieht aus, als gab's einen Toten. Erst willst du nicht, dann heulst du nur. Jetzt machst du alles dreckig. Ich sag dir was, ich glaub dir nicht, dass deine Schmerzen echt sind und das Vertrauen nach und nach zum Elternhaus zerbricht. Die Quintessenz in jedem Falle, nein, bedeutet nichts. 3. In der kühlen Silvesternacht läuft Laura gerade heim. Ein neues Jahr, sie freut sich schon, der Weg ist nicht mehr weit, als plötzlich dann am Straßenrand ein Typ an seinem Wagen stand und Laura mit sich nahm. Sie sagte nein und wollte weg, doch hatte keine Wahl. Er nahm sie ran, scheiß Folterknecht, Zitat, was er befahl, und Laura dann zu Hause schwieg, als Vater schrie, wo sie denn blieb und ihr nicht mehr vertraute. Aus 14 Jahren nur 3 Geschichten. 3-mal Nein ward ignoriert, 3-mal Grenzen, die verwischten, 3-mal Nein nicht respektiert. Doch tatsächlich sind es täglich 15 Male oder mehr, die es bräuchte, Nein zu sagen. Doch es fällt uns halt so schwer und so folgert Laura langsam, dass zu sprechen sinnlos ist, will allen entsprechen ohne Frage. Und so spricht sie zwar zu sich, aber einstehen für ihren Körper, für ihren Willen und ihren Wert lernte Laura bittersüßes nur eins, zwar verkehrt. Angst und Hoffnung, Wut und Zorn, Liebe, Zukunft, Mut verloren, Hass und Schläge immer wieder an den Schrank zum Boden nieder. Laura reicht's jetzt, sie ist 30, hat zum ersten Mal verstanden, dass die Unlust und die Faulheit neben Tränen nur Bestandteil ihrer Depression sind. Und Laura will nicht. Doch sie quält sich jeden Morgen aus dem Bett, wischt die Tränen in ein Tempo, Knopfdruck, Lächeln, Schnürkorsett. Das besteht aus 1000 Bändern, Luft bleibt weg und Hoffnung stirbt, während Fremde und Familie daran ziehen, dass man schon hört, wie ein weiteres kleines Herz im Gesellschaftsbetrieb hier nach und nach und stets vollkommen auf der Welt an Halt verliert. Und Laura will nicht drüber reden, sich helfen lassen, das ist krank. Und so folgert Laura langsam, bis sie einst darin ertrank, Nein zu sagen. Das ist Luxus. Mut dazu. Ein Privileg. Die Einzige, die es täglich hörte, stand sich täglich selbst im Weg, denn Nein zu sagen. Zu sich selber. Wenn es um eigene Werte geht, ist im Grunde stets ein Anfang für ein Nein zum eigenen Weg. Es stirbt alle 40 Sekunden ein Mensch durch Suizid. Es ist allerhöchste Zeit, Nein zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Franzi. Da wird jetzt, genau, jetzt machen wir das nach wiedergehörter Person. Nicht immer nur alle zwei, nur beim allerersten Mal machen wir das so. Oben wird noch ein bisschen geblättert. Ja. Mhm. Dort wurde sich entschieden, glaube ich. Deine Wertung für Franzi, bitte in 3, 2, 1 und alle zusammen. Vielen Dank. Kurzer Überblick, ich sehe hier unten eine 6. Ich mache weiter mit einer 7. Dann haben wir oben eine 8. Dort haben wir eine 9 und eine weitere 9. Wir streichen eine 9, wir streichen die 6, das sind 7, 8 und 9. Das sind 24 Punkte für Franz. Und es geht weiter mit einem lieben Freund von mir, er ist ein Mitglied der monatlich stattfindenden Lesebühne, die Couch Poetos, und ich freue mich, dass er da ist. Bitte gebt alles für Aydin Halimi! Setze mich mal so ein bisschen mit der deutschen Sprache auseinander in dem folgenden Text, weil es ist so, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich musste sie lernen. Und es gab einige Schwierigkeiten, vor allem grammatikalische, die meisten konnte ich überwinden, aber ein Problem ist geblieben bis heute.
Und das sind die Artikel. Ich kann mir einfach die 3 Milliarden Artikel nicht merken, die es in der deutschen Sprache gibt. Und wie das Schicksal das so wollte, bin ich Deutschlehrer geworden. ja, Berlin. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Genau. Und ich arbeite jetzt mit geflüchteten Menschen und sehe jeden Tag, wie sie sich mit Artikeln abmühen. Und ich dachte, das reicht jetzt. Ich schreibe jetzt einen Text gegen die Artikel. Und da heißt, ich brauche nicht Artikel. Deutsch hat eins Problem. Eins gewaltig Problem. Lernst du Wörter, musst du Artikel merken. Danke, Merkel. Du lernst, das ist Tisch. Artikel kann der, die oder das sein, kannst du vorher nicht wissen. Es ist Wahl zwischen Pest und Cholera, nur dass eins Krankheit dazukommt. Du hast Wahl zwischen Pest, Cholera und Syphilis. Artikel sind verantwortlich für Konflikte. Seit Generationen scheiden sich Geister, ob es die oder das Nutella heißt. Als ob die Nutella anders schmecken würde als das Nutella. Außerdem ist Nutella selbst eins Artikel, was man im Supermarkt kaufen kann. Artikel sind sexistisch, sie müssen immer Geschlechter festlegen. Ohne Artikel sind alle gleich, ob eins Frau, eins Mann oder eins Mensch, alles sind eins. 3 ist eins Coolzahl, 3 ist eins Magischzahl, 3 Fragezeichen, 3 Musketiere. 3 Artikel sind weder cool noch magisch, du brauchst nicht mal eins. Ich spreche aus Erfahrung. Im Persischen gibt es nicht Artikel. Trotzdem nutzen Dichter Persische Sprache, um wunderschöne Gedichte zu schreiben. Trotzdem reden Leute auf Straße und verstehen einander. Ich glaube, Deutsche haben Artikel erfunden, um alles unnötig kompliziert zu machen. Nein, nein, nicht ein Artikel, es gibt 3. Okay. Nein, nein, nicht nur Nominativ, es gibt auch Akkusativ, Dativ und Genitiv und die Artikel ändern sich bei jedem dieser Fälle. Okay. Nein, nein, es gibt Präpositionen, die je nach Handlung mit Akkusativ oder mit Dativ verwendet werden. Ich lege das Glas auf den Tisch. Das Glas ist jetzt auf dem Tisch. Willst du mich verarschen? Das scheiß Glas sitzt auf Tisch oder nicht? Kein Wunder, dass Deutschland so viele Philosophen hervorgebracht hat. Wenn du schon bei Reden 500 Variationen durchgehst, wie du Artikel einsetzen musst, dann bist du schon Philosoph. Artikel ist Mutter von allen Problemen, wenn du Deutsch lernst. Das reicht ja nicht, wenn du Verb konjugierst. Nein. Du musst auch Artikel und Adjektiv deklinieren. Ein schöner Mann, der schöne Mann, einen schönen Mann, dem schönen Mann, eines schönen Mannes. Was denn jetzt? Brauchst du alles nicht. Junge Leute machen vor, wie das geht. Statt einer kannst du eins sagen. Und Adjektiv brauchst du nicht deklinieren. Eins schön Mann, eins schön Frau, eins schön Kind. Fertig. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv sind dann auch überflüssig. Ich bin eins schön Mann. Ich sehe eins schön Mann. Ich gebe eins schön Mann Geld. Wegen eins schön Mann verlässt mich meine Freundin. Artikel sind Bastarde, kannst du weglassen. Deutsche Sprache funktioniert auch ohne sie. Eins Beweis ist, ich habe in diesem Text nicht Artikel benutzt und ihr habt mich verstanden. In Zeiten, wo alles optimiert wird, darf Deutschsprache nicht außer Acht gelassen werden. Soll Deutschsprache cooler werden, darf sie nicht so viel klugscheißen. Guckt euch mal Rangliste von schwersten Sprachen von Welt an. Deutsch taucht nicht mal unter Top 10 auf. Das tut nur so, als wäre es schwer. Es gibt andere wichtige Artikel als der, die das. Artikel 1 vom Gesetzbuch zum Beispiel. Wie geht das nochmal? Ich würde Menschen nicht antasten. Das sind wichtig Dinge im Leben. Und Schluss sein mit Artikel 1 für alles Mal. Wenn wir alle gemeinsam an einen Strang ziehen, können wir Artikel für immer verbannen. Und es wird keins leicht Weg. Unsere Gegner werden uns auslachen. Aber Zukunft ist mit uns. Deutsch wird sexy und bescheiden sein. Und ganz Welt wird Deutsch lernen wollen. Ich danke euch für Aufmerksamkeit und habt einen schönen Abend.
Karten, 1 Wertung. Oder 1 Deck. Entscheiden Sie sich. Oh, ich danke dir so viele Male. Also trocken auf der Kehle die ganze Zeit. Die Wertung für Aydin bitte in 3, 2, 1, jetzt! Dankeschön. Da sehe ich eine 8, dann sehe ich da noch eine 8, da sehe ich eine 9, oben eine weitere 9 und ich schließe mit der ersten 10 heute Abend. Dann bleiben 8, 9 und 9 und das sind gemeinsam 26 Punkte für Aydin Halili. Wir machen weiter mit einem jungen Mann und ich bitte euch, ihn herzlichst an diesem Mikrofon zu begrüßen. Bitte gebt alles für Kanta! Ich komme von hier, geboren und aufgewachsen und ich wohne sogar hier. Ich wohne schon, ich lebe nicht nur. Spandau kann die Berliner Schnauze, finde ich. Also dieses gute Hau drauf und Hau zurück. Meine Frau kommt aus Hessen, die kann das nicht. Sie kann auch leider heute nicht hier sein, weil sie keinen Bock hatte. Sie lässt sich aber nicht grüßen und ich soll nicht so besoffen nach Hause kommen. Ich habe erst vor ein paar Wochen, am Brunsbüttler Damm ist so ein BSR-Recyclinghof. Und da merkst du halt wirklich die Berliner Schnauze, diese Fashion-Jungs und Mädels in ihren orangen Overalls, die wissen halt wirklich, was los ist. Und dann stehst du mit dem Auto da voll mit Scheiße. Und dann wirst du halt eingewiesen so, und Messer, was hast du für mich? Und dann sag ich so, ja, das und dann das. Und einen gelben Sack. Einen gelben Sack? Ja, damit würde ich mal zum Arzt gehen, mein Freund. Und dann musst du halt direkt zurückschießen, weißt du? Also, Berliner Schnauze eben. Ich sag so, ja, ist Samstag, Alter, Arzt hat zu, aber du siehst aus wie ein Profi. Ich dachte, du könntest dich um eins abkümmern. So, das ist einfach wichtig. Nicht nur verheiratet, auch inzwischen 30 vor ein paar Wochen geworden. Und sieht mir das gar nicht an. Es gibt so drei Dinge, wir wollen mal jetzt nicht über dieses Gendertum reden, die ein Mann machen muss. Er muss ein Haus bauen. Habe ich machen lassen. Er muss einen Baum pflanzen. Habe ich mit meiner Frau gemacht vor 2 Wochen. Wir hatten nämlich einen Weihnachtsbaum mit Wurzeln. Der steht jetzt im Garten. Er wird den Winter wahrscheinlich nicht überleben, aber ich finde es sieht trotzdem. Und das dritte Ding ist halt, ein Kind zeugen. Schiebt Mann mit Doppel-N, und da beziehe ich mich jetzt ein, auf jeden Fall auf die lange Bank. Diesen Dialog, den hat man immer und immer wieder. Ja, willst du nicht und hast du nicht? Nein, will ich nicht und habe ich nicht. Und so einen Dialog habe ich jetzt mal mitgebracht. Hier steht jetzt drauf, Ihr Dialog römisch 1. Ich könnte jetzt 8000 andere Varianten davon einfach aufschreiben und loslegen. Ich lese jetzt einfach mal diesen Text vor. Und der Text hat den Namen eines Kindes. Ich habe kein Kind. Und mir geht's so. Hast du mir auch zugehört? Fragt mich meine Frau aus heiterem Himmel. Ich schaue zu ihr hinüber und frage sie, warum sie unsere Gespräche in letzter Zeit immer mit diesen Worten beginnt. Einer hat schon mal verstanden, ne? Weil du mir anfangs eh nie zuhörst. Da kann ich ja gleich mit dem Satz anfangen, bevor ich alles ständig wiederhole. Ich bin ein wenig beeindruckt von dieser Logik. Was möchtest du denn? Frage ich sie. Das weißt du genau. Ich habe kein Geld. Ich will kein Geld, ich will ein Kind von dir. Ich habe kein Geld. Das hat doch nichts mit Geld zu tun, wenn man ein Kind haben will. Natürlich hat es das. Wie viele ungewollte Schwangerschaften gibt es wohl, weil jemand sich die 9 Euro für ein Paket Kondome sparen wollte? Und mal abgesehen davon, weißt du, was das Großziehen eines Kindes heutzutage kostet? Nein, du. Verdammt. Ganz schön viel, sage ich etwas trotzig und überrumpelt, weil ich Idiot versuchen wollte zu argumentieren oder Argumente zu haben. Und dann der Stress, der damit verbunden ist. Denkt doch mal nach daran. Denkt doch einfach nur daran, wie lange man heute warten muss, bis man einen Kita-Platz für sein Kind bekommt. Da ist es fast leichter, Tickets für ein Rammstein-Konzert zu bekommen. Ja, und trotzdem schafft man es. Man muss einfach nur schnell genug sein. Ja, oder im Fanclub. Aber ich kann mich nicht entsinnen, jemals von einer Fanwirtschaft in der Kita Krümelkeks gehört zu haben. Und dann später die Kosten für die Schulsachen, Bücher, Stifte, der ganze Kram eben.
Und das 10 Jahre lang. 12? Unser Kind soll Abitur machen? Dann ist das Kind ja noch später aus dem Haus. Du bist doch selber erst mit 23 ausgezogen. Das war was anderes. Ich bin mit 19 zur Bundeswehr. Wirklich. Ja, glaubst du denn, unser Kind würde den ganzen Tag nur in der Bude hocken? Wenn es nach dir kommt, ja. Ich rücke instinktiv ein Stück weiter nach rechts auf der Couch, um ein wenig aus ihrer direkten Reichweite zu entkommen. Als ich sehe, wie ihre Augen sich verengen, ein antrainierter Reflex von mir, der sich bewährt hat, wenn mir mal wieder eine solche Äußerung wie eben aus dem Mund plumpst, die vorher von der kopfeigenen Zensurstelle hätte überprüft werden müssen. In einem dort anderen Duktus, mal ehrlich, Schatz, eine Schwangerschaft ist doch für dich nicht einfach. Das ist aber ganz allein mein Problem. Ha! Als ob du mich nicht mit deinen Wehwehchen jeden Tag auf Trab halten würdest. Bei schmerzenden Füßen müsste ich stundenlang den Masseur mimen. Dein nächtlicher Appetit könnte nur gestillt werden, wenn ich nochmal zur Dönerbude gehe. Bei der morgendlichen Übelkeit wäre mein Stammplatz neben der Schüssel, um dir die Haare zu halten. Und wir müssen dreimal die Woche zur Ikea, um irgendwelche Kinderzimmereinrichtungen zu kaufen, obwohl es wahrscheinlich noch Monate bis zur Geburt wären. Will es mir beinahe entfahren. Jedoch ist diesmal der Chefzensor in meinem Kopf zur Stelle und drückt einen großen, roten, abgelehnten Stempel. Automatisch wird der Ehemann-Modus eingeschaltet. Ja. Hast du wohl recht, Schatz. Und außerdem vergisst du die Vorteile, die man ein Kind hat. Wieder wären. Erstens. Es wäre mir nicht mehr peinlich, wenn du nur ganz kurz ins Bälleparadies fallen würdest, um mit unserem Kind herumzutollen. Mein linker Augenwinkel beginnt unkontrolliert zu zucken. Zweitens, du hast doch kurz nach unserem Umzug deine alte Kiste mit den Lego-Bausteinen aus deiner Kindheit aus dem Keller deiner Mutter geholt, die ich auf dem Dachboden verbannt habe. Die würde ich natürlich wieder herunterholen. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Im Winter sage ich jedes Mal, sobald der erste Schnee fällt, du sollst mich nicht damit abwerfen. Glaubst du, das hätte noch Bestand, wenn du erst einmal Vater wärst und wir zu dritt unterwegs wären? Argument ohne Relevanz, sage ich. In Zukunft wird es in Berlin keinen Schnee mehr geben, um einen Schneeball zu formen. Dann gibt es zu Weihnachten eben ein paar ordentliche Nerfguns. Beginne begierig mit den Zähnen zu knirschen. Außerdem könntest du die ganze Familie aus deiner Kindheit, die ganzen Filme aus deiner Kindheit, die Nacht der Kanone, Ghostbusters und hast du nicht gesehen, alles, was ich mit dir schon tausendmal gucken musste, jetzt endlich mal mit jemandem gucken, der das noch nicht gesehen hat. Und das Beste, ich habe fast 10 Jahre die Pille genommen und meine Frauenärztin hat gesagt, nach so langer Zeit kann es eine ganze Weile dauern, bis man schwanger wird und man sollte möglichst oft miteinander Sex haben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln zu mir. Als wir uns einige Zeit später erschöpft in den Arm liegen, entschließen wir, das Licht auszuschalten und heute etwas früher einzuschlafen. Weißt du, was eigentlich das Allerbeste am Vatersein für mich sein wird? Was denn? Meine ganzen Kumpels, die du als meine Chaotentruppe bezeichnest, die werden irgendwann alle als Onkel Timo, Onkel Dan, Onkel Alex bezeichnet und unser Kind mitprägen, sodass eine perfekte Synergie aus dir, mir und vor allem der Jugend von dir steht. Lächelnd höre ich meiner Frau noch minutenlang bei der Startatmung der Dunkelheit zu. Jetzt! Dankeschön. Oh, da ist noch nicht. Ah, da, ich hab's. Völlige Verwirrung. Ihr habt das einfach. Nicht. Sie haben das einfach weitergegeben. Und jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich sehe dort oben eine 8. Ich sehe dort eine 8. Ich sehe hier eine 9. Und schließe mit einer 10 oder einer zweiten 10. Danke. 27 Punkte. Jetzt könnt ihr nochmal mit Musik vielleicht. Übrigens haben sowohl Nico als auch Kanter sich über die offene Liste heute angemeldet. Das ist eine Möglichkeit, die jeder Person in diesem Raum freisteht. Schreibt uns einfach eine Mail oder dem Kulturhaus, dann wird das weitergeleitet. Oder kommt abends zur Abendkasse, wobei es besser ist, wenn ihr euch vorher anmeldet, damit wir einen Überblick haben. Jede Person darf hier auf die Bühne gehen und 7 Minuten was vortragen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wir kommen jetzt zur letzten Person im Line-Up. Sie hat den langen Weg aus Aachen auf sich genommen und ich freue mich,
dass ich sie schon wieder bei mir auf der Bühne habe. Bitte begrüßt mit einem riesigen Applaus. Hier ist für euch Luca Svita. Also eigentlich wohne ich ja schon seit anderthalb Jahren in Köln. Ich dachte, in Berlin sind alle immer so auf dem neuesten Stand. Das sagt man sich in Köln über Berlin. Ja, ich habe ein bisschen nachgedacht über Zukunft und Vergangenheit. Und dann habe ich irgendwie so verzweifelt und dachte, ich schreibe das einfach jetzt ein Gedicht in Reimen, um mir das selber so ein bisschen zu verklären. Und das ist dabei herausgekommen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wenn ich mal groß bin, werde ich bekannt sein, werde ich ein Strandhaus in Frankreich besitzen und liegt dort ein Whirlpool in einem Anbau auf Stützen. Das Meer ist einen Steinwurf entfernt, aber ich bleibe in meinem Whirlpool, denn da hat wenigstens keiner reingepisst. Abgesehen von mir. Spieglein, Spieglein, wenn du ins Wald blickst, meine Hände verwelkt sind, mein Erbe verwaltet, wenn ich endgültig alt bin, wird der Wald dort an der Straße noch die gleichen Farben tragen oder hat man hier das nächste dumme Einkaufszentrum hingesetzt, auf die alte Allee, auf deren Bank ich mich niederlassen muss, weil ich keine 3 Meter mehr laufen kann und dann sehe ich es, dass ein glühender Faden zwischen Frühjahr und gerade, ein Mann und ein Hund sind gefangen im Stummfilm und tanzen im Takt von Sekunden zwischen Sonne und Dunkel, der Schatten der Bäume und das Licht ihrer Räume sind Streifen auf weichem Zement, denn daraus werden Alleen gemacht sein, die in dummen Einkaufszentren stehen aus Zement und trotzdem wird mich das alles ein bisschen an damals erinnern und ich werde zurücksehen, in deinem Auge spiegelt der Streifen der Leinwand, ich halte deine Hand in einem Städtchen im Rheinland, unsere Wangen sind rot und gezeichnet vom Weinbrand, das Bier wird schon schal, doch wir bleiben im Saal, denn draußen ist Krieg. Draußen ist Karneval. Es ist das letzte Lied auf dem Live-Album, alle Kerzen erlöschen auf einmal in Gleichschaltung und dann wird es dunkel, denn draußen ist Krieg, draußen ist Karneval. Schneewittchen und ein Gorilla hielten es für eine gute Idee, auf einen Kabelverteilerschrank einzuprügeln. Ich hielt es für eine gute Idee, sie mit einem Teppichklopfer zu verhauen. Die Polizei hielt es für eine gute Idee, uns alle festzunehmen. Daran erinnere ich mich. Und jetzt? Ich summiere die Dinge, die uns noch vereinen. Milchreis ist geil und Nazis sind scheiße. Ja, das war's. Und vielleicht werde ich bleiben, aber wahrscheinlich eher nicht. Und dann geht es aber los, dann wird gefickt und gefeiert. Ich werde mich in kürzester Zeit so radikal verbrauchen, dass die lokale Zeitung meiner kleinen Heimatstadt ein Bild von mir auf die Titelseite drucken wird, auf dem ich in Unterwäsche auf einer Hanfplantage im Kopfstadt Sangria aus einem um meine Füße geschnallten Bierhelm saufen werde. Und die Schlagzeile wird lauten, so geht's aber nicht. Und das ist dann wohl der Moment der Einsicht. Ich habe die Leute verkraut, mein Humor ist ein Relikt, er ist zerbeult und verstaubt. Ich lebe in einem Riesenzelt und gäbe es kein Lieferheld, wäre ich wahrscheinlich direkt gestorben. Aber sterben müssen wir alle irgendwann. Doch was wird mich erwarten? Werde ich stattlich begraben oder einfach verscharren im schäbigen Garten? Ich habe die Katze des Nachbarn des Nachts überfahren und er wird Blutrache wollen, stelle ich mir vor. Man wird nach mir suchen mit 100 Staffeln, 100 Schaften. War mein Mörder unachtsam, dauert es bestimmt nicht lang, bis sie mich dann gefunden haben. Noch wer den Tod seiner Katze mit solch extremen Mitteln rächen will, der ist ganz gewiss ein ganz gerissener Kerl und dann landet mein Fall womöglich bei Akte XY ungelöst. Mensch, das wäre aber cool. Wer kein Lebenswerk geschaffen hat, sollte möglichst unter mysteriösen Umständen sterben. Das ist mein Motto. Egal wie es ausgeht, auf meinem Grabstein wird stehen, halt dein Maul und sei traurig, denn so habe ich es gewollt. Jahre vergehen und die Wälder verwesen, sauer Regen fegt durch die Ebenen, faulige Felder haben nichts mehr zu geben, in entlegenen Gegenden leben die wenigen Letzten. Und um kein Fazit zu vergessen, Zeitreisen sind schweißtreibend, ich habe keinen Zukunftsplan, es ist mir auch egal, wenn ich mir vorstelle, wo ich in 10 Jahren bin, dann ist alles verschwommen. Das Einzige, was ich sehe, ist ein Schuhanzieher, denn das ist für mich ein Symbol für Kontrolle. Ich werde mir einen Schuhanzieher auf die Ferse tätowieren lassen. Das ist lustig und meine Mutter wird mich umbringen. Das ist wohl die einzige Sache, derer ich mir bezüglich meiner Zukunft jemals sicher sein kann. Und wir haben noch eine letzte Wertung vor der Pause. Geht in euch und trefft harte Entscheidungen. Haben Sie einfach abgegeben, weil Sie keine Lust mehr hatten? Sie sind ein Quartett. Schön.
Toll. Also ein bisschen, um in Stimmung zu kommen zum Poetry Slam. Ne? Und danach geht's dann richtig ab. Die Wertung von Luca, bitte in 3, 2, 1, jetzt. Dankeschön. Alles okay? Okay. Ich sehe hier oben, oh, das ist okay. Ich sehe hier hinten eine 5. Da darf man mal reagieren, wenn man möchte. Eine 6, eine 7 und oben eine 9. Ich streiche die 5, ich streiche die 9, übrig bleiben 6, 6 und 7. Das sind 20 Punkte für Lukas Lieter. Und damit haben wir ein Ergebnis. Im Halbfinale nach der Pause werden 4 Leute auftreten. Und ich bitte euch um einen unglaublich lauten Applaus für die 2 Personen, die wir leider nicht mehr sehen werden. Bitte rastet vollkommen aus für Nico! Einige wissen das schon, die schon mal hier waren. Wir haben im Halbfinale eine Impro-Runde. Das bedeutet, dass die 4 verbleibenden Poeten und Poetinnen jetzt in der Pause einen neuen Text schreiben werden, in dem 3 Worte vorkommen. 3 Worte, die ihr mir jetzt auf die Bühne ruft. 3 Worte, irgendwelche Worte dürfen es sein. Vielleicht keine Artikel, das ist ein bisschen öde, sondern so richtige Worte. Ich weiß auch gar nicht, ob beide damit klarkommen, wenn es Artikel werden würden. Genau, gib mir Worte, irgendwelche Worte. Schniepelkröte. Wie bitte? Schniepelkröte. Schniepelkröte ist kein Lexikal, es müssen lexikalische Worte sein, entschuldigt. Wie bitte? Wirsing. Wirsing! Bier! Ach, Wirsing finde ich auch super. Bier! Wir nehmen Piercing, was war da oben? Bier! Was? Blutfäde? Blutfäde, Piercing und Blutfäde, das ist ja. So! Wir wollen Züge! Züge? Ja. Im Plural, ja? Ja. Explizit im Plural. Züge. Nee, okay. Singular ist in Ordnung. Singular ist in Ordnung. Ich kann gar nichts verstehen. Zug, einfach Singular. Singular, ja. Nicht Plural. Ja. Wäre der Plural akzeptiert oder muss es der Singular sein? Plural ist akzeptabel. Okay, Zug oder Züge. Sagen wir einfach Zug in beliebiger Anzahl, ja? Ja, genau. Dann machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Wir machen 10 Minuten Pause, damit wir in 15 Minuten hier knallhart weitermachen können. Ich habe aus diesem Buch vorhin vorgelesen, das ist die Kiezpoeten-Anthologie. Die Kiezpoeten sind ein Kollektiv aus Poetinnen und Poeten, in dem ich Mitglied bin. Dieses Buch gibt es hier vorne zu kaufen, wenn ihr das möchtet. Da sind ganz viele großartige Texte drin. 2 von mir unter anderem und noch viele von anderen Leuten auch. Das gibt es hier vorne zu kaufen. Wir kommen jetzt gleich zur Impro-Runde. Wir haben 3 tolle Worte. Wirsing nicht, Piercing war dabei. Blutfäde als 2. Wort und das Wort Zug in beliebiger Anzahl wurde gewählt. Ich freue mich sehr auf die Texte. Wir werden da in umgekehrter Reihenfolge vor sich gehen. Bevor wir damit anfangen, fragt euch sicher, was gibt es heute eigentlich zu gewinnen? Eine Person wird gewinnen am Ende. Was gibt es zu gewinnen? Es gibt zu gewinnen diesen wunderschönen Beutel hier. Dieser Beutel ist leer, wie ihr sehen könnt, und wird jetzt von euch gefüllt werden. Ich werde ihn hier vorne in die erste Reihe geben. In die Beutel dürfen alle Sachen, von denen ihr denkt, dieser Mensch, der heute gewinnt, kann das bestimmt richtig gut gebrauchen. Man kann Bücher können da rein, Bargeld natürlich, Telefonnummern, Liebesbriefe, alles Mögliche, auch Essen und Trinken gerne. Was in diesem Beutel keinen Platz hat, sind Sanifair-Bons. Kein Mensch auf der Welt benötigt Sanifair-Bons. Sie sind eine Erfindung, um uns dazu zu bringen, fürs Pinkeln einen Euro zu bezahlen. Das ist der einzige Grund, weswegen sie existieren. Wenn ihr welche dabei habt, werft sie einfach weg. Aber tut sie nicht in diesen Beutel. Ich werde jetzt hier in die erste Reihe geben. Und dann geht den wieder einfach rum. Und vor dem Finale hole ich ihn wieder ab und schaue rein. Genau. Natürlich müsst ihr diesen Beutel befüllen, andererseits aber auch zuhören, was die Leute auf der Bühne machen. Deswegen würde ich euch bitten, vielleicht die Beutelweitergabe, während ich die Wertungen einhole, zu machen oder generell sehr leise dabei zu sein. Da bietet sich auch an, kein Münzgeld zu nutzen, weil Münzgeld klimpert immer so unangenehm. Genau, und Liebesbriefe sind ja sowieso recht leise. Okay, lasst wieder ein bisschen Ruhe einkehren, bitte. Dankeschön. Okay.
Setz dich mich auf. Warten wir noch kurz, wir haben das vorhin gehört. Oberschenkel, Halsbruch, zack, fertig. Wir holen jetzt den ersten Poeten auf die Bühne, der aus diesen drei großartigen Worten einen neuen Text geschrieben hat. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Und ich bitte euch, vollkommen auszurasten und ihn mit dem größten Applaus zu begrüßen, den wir kennen. Hier ist für euch Kanta! Samson ist sehr gespannt. Ich auch. Ehrlich gesagt, mit den drei Begriffen, um was zu erzählen, ist gar nicht so schwer, weil ich habe so viele Storys. Irgendwie überschneidet sich das immer. Also, Piercing, Blutfehle, Zug. Ich rede einfach mal vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Der 26. Wie viel Zeit habe ich? 7 Minuten. Die nehme ich mir. Zwei befreundete Menschen da unten, die miteinander verheiratet sind, haben seit Jahren eine Tradition, dass wir am zweiten Weihnachtsfeiertag uns bei ihnen zusammen einfinden, der völligen Völlerei uns widmen. Jeder bringt was zu essen mit, dreimal so viel, wie Gäste anwesend sind. Und dann sind wir betrunken. Das Fest der Liebe. Ich komme darauf, weil ich jetzt gerne meinen wirklich schwarzen Humor mal präsentieren möchte. 2018 zum Weihnachtsfest saß meine, ja, ich rede gerne von dir, meine Frau in einem schulterfreien Kleid direkt am Balkon. 18 Menschen auf 13 Quadratmeter, es wird ein bisschen warm, sag ich mal. Und ich fange an zu lüften. Und sie natürlich, Hase, es wird kalt. Und in der letzten Ecke so, Mirek, ein polnischer Mitbürger mit deutschen Wurzeln, Kanta. Ich kenne keinen, der an schlechter Luft gestorben ist. Bin ich sofort zurück. Da kenne ich aber 6 Millionen Gegenbeispiele. Um mal einfach in einen. Das war auch wirklich hart drauf heute. Aber 10 Jahre zuvor war ich auch am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einer adligen Freundin. Ich nenne sie jetzt mal Vanya. Nachname von Bischof Pink. Der geht wirklich. Sie war damals freiwillige und freiberufliche Tätowiererin, Piercerin. Das hat man meiner Lippe auch angesehen. Sie stach mir halt in die Lippe nach 8 Bier und 3 Wodka Ahoi und hatte eben einfach dieses komische Plastikröhrchen, das war einfach zu kurz. Naja, ich fuhr halt, wie wir Spandau was machen, mit dem Zug, mit dem Regio zurück nach Spandau und währenddessen wuchs die Lippe. Und sie wuchs und wuchs. Und während alle anderen am 27. nach und nach Böller kauften, wuchs meine Lippe. Und meine Mutter sagte so, ja sag mal, vielleicht gehst du mal zu jemandem, der sich damit auskennt. Aber ich war ja pubertär. Nein. Das wird Vanya schon wissen, was sie da gemacht hat. Nein, sie wusste nicht. Sagen wir mal so, ich bin dann irgendwann doch gedrängt von meiner Mutter am Zoologischen Garten doch wieder zurückgekommen und habe dann bei einem bekifften Piercer mir mal die Lippe eben anschauen lassen, der eben dann sagte, gut, dass du heute kommst, morgen müsstest du in eine Notaufnahme. Dann hätte ich hier richtig so schön so. Gutes Ding. Ich habe also ordentlich geblutet. Also, er war kurz davor, wirklich das Skalpell anzusetzen. Zum Glück ging das noch und nur 40 Euro ging ja noch für ein Azubi damals. Naja, sie hat sich dann 2 Tage später beschwert, dass ich zu jemandem gegangen bin, der sich jemand auskennt. Wie kann ich auch nur? Ich meine, sie weiß doch, was sie da tut. Sie hat sich ja selber tätowiert auf dem Oberschenkel und so, sah auch ganz toll aus. Man konnte auch fast erkennen, dass das ein Diktatorspiel war. Oder ein Wolf. Keine Ahnung. Naja, also jetzt mal Spaß beiseite, ich war kurz davor, die Lippe zu verlieren. Und ja, das war mein erstes Piercing. Der zweite habe ich mir auch im Suff machen lassen, hatte ich hier so eine Augenbraue, natürlich im Vorsuff. Aber immerhin voll im Profi. Also ich habe direkt da geblutet und habe dann da auch gleich Erste Hilfe bekommen. Ja. Und für das dritte Ding wollte ich mich jetzt schon mal bedanken. Daniel, die Blutfehde, die kannst du haben, wenn ich nachher rauskomme. Für den Spruch, Kieferbruch. Dankeschön. Wir werden auch jetzt Wertungen einholen. Die Wertungen werde ich addieren mit der Wertung aus der ersten Runde. Denn es kann ja sein,
dass Leute sehr, sehr gut schreiben können, aber nicht so gut improvisieren. Oder dass Leute sehr gut improvisieren können, aber nicht so gut schreiben. Der zweite Fall ist in diesem Fall der unwahrscheinlichere Fall. Und deswegen brauchen wir eine Wertung von euch für Kanter. Und zwar in 3, 2, 1, bitte. Oh, das polarisiert aber. Wow, sehr spannend. Wir haben hier eine 5, wir haben noch eine 5, wir haben oben noch eine 5, eine 7 und schließen hier mit einer 10. Das sind 22 Punkte in der Improrunde zusammen mit 27 Punkten aus der Vorrunde. Das sind nicht weniger als 49 Punkte für Kanter. Dann mit der zweiten Person in der Improrunde. Bitte klatscht ihn an dieses Mikrofon. Hier ist für euch nochmal Aydin Halili. Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie lange die Pause war. Eine Viertelstunde. Vielleicht. Ich saß 10 Minuten und wusste nicht, was ich machen soll. Aus den Begriffen. Denn, ja, in den letzten 5 Minuten habe ich dann das geschrieben. Das ist ein Text, er trägt den Titel Der Koala namens Karl. Der Koala namens Karl ging mit langsamen, sehr langsamen Schritten auf die Schienen zu. Er war so langsam, dass die Schnecken ihn überholten. Er machte lange Pausen, nahm sich Zeit. Er wollte in seinem Leben einmal einen Zug sehen, weil alle Koalas von der Geschwindigkeit der Züge fasziniert sind. Aber alle Koalas, die Karl kannte, hatten noch nie einen Zug mit eigenen Augen gesehen. Karl war jetzt seit 3 Jahrzehnten unterwegs für die 3 Kilometer, die er insgesamt zurücklegen musste. Nun war er kurz vor dem Ziel. Er konnte schon die Schienen in weiter Ferne sehen. Der Zug musste in einigen Minuten da sein. Plötzlich entfachte aber ein riesiges Buschfeuer und Karl starb. Das ist die Blutfede der Natur. Aber zum Glück hatte er sich zumindest einen Traum erfüllt. Er hatte sich piercen lassen. Geschichte von Karl dem Koala. Ich denke, da konnten wir alle ein bisschen mitfühlen. Wir brauchen eine Wertung für Aydin. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt! Ja, schön. Dann sehen wir hier unten eine 6, unten eine 7. Und dann sehen wir hier noch eine 7, eine 8. Und ich schließe mit einer weiteren 8. Ich streiche eine 6, ich streiche eine 8. Das sind 7, 7 und 8, das sind 22 Punkte. Gemeinsam mit 26 Punkten aus der Vorrunde sind das 48 Punkte für Aydin Halili! Und ich bitte euch direkt weiter zu applaudieren für die dritte Finalistin, Halbfinalistin, für Franzi Letschi! Wir improvisieren. Ich habe mal ganz arg improvisiert. Ich habe gestern, also ich komme gerade von Tour und war gestern in Aalen und da habe ich dieses Notizbuch gewonnen. Ich habe mich auch sehr gefreut über das Notizbuch. Das Problem daran ist, das wurde durchs Publikum gegeben und jeder durfte da was reinschreiben, damit ich mich ganz besonders freue. Ja, ich hatte noch keine Zeit dafür. Ich erzähle euch im Anschluss gleich warum und deswegen machen wir es einfach mal zusammen. Es wird großartig. Es geht los auf der zweiten Seite mit Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich wollte eigentlich den Penis malen, das weißt du ganz genau. Dann hat jemand geschrieben, mein erstes Mal und ihr habt mich befriedigt. War super, danke für diese Erfahrung. Gerne wieder. Dann kommt hier ein Witz. Was macht ein Organspender, nachdem er stirbt?
mischt sich unter die Leute. Okay, warum setze ich mich daheim hin und schreibe Texte? Ja, und dann hat hier einer abgeschlossen, das ist wirklich mein allerliebstes Gedicht. Rosen sind rot, der Lörres ist steif, ich butter die Bitches, was für ein Slife. Es ist natürlich in Aalen auch noch was Schönes passiert, es ist nicht nur schlechter. Und zwar, nachdem der Slam zu Ende war, musste ich aufs Klo. Ja, das war auch schön. Nicht, dass ich musste, sondern dass ich war. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich auf dem Weg dahin einen Typen getroffen. Also ich habe viele Leute getroffen, aber der eine hat mich angesprochen. Wollte mir eigentlich nur kurz ein Kompliment machen und sagen, dass er das ganz toll fand, was ich da heute erzählt habe. Und auswendig und cool. Und ich habe gesagt, ja, danke. Das hat er als Einladung verstanden, auf ein Date quasi. Er hat sich ein bisschen mit mir unterhalten, wie man das so macht, und hat mir ganz viele Fragen gestellt. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob er mich denn auch mal küssen dürfte. Und ich dachte so, ja, morgen fährt der Zug. Dann küssen wir uns halt jetzt. Ja, weil ich bin ja dann weg. Also, gut, haben wir das also gemacht. Jetzt hatte der Typ dummerweise eine Zahnspange. Und ich bis gestern noch ein Zungenpiercing. Ja, der Abend hat im Krankenhaus geendet. Denn nachdem es sehr sinnlich und romantisch wurde, wurde es schmerzhaft. Und da so eine Zahnspange viel teurer ist als ein Piercing, habe ich mich von meinem Piercing verabschieden müssen und ihm dann Rache geschworen. Es entbrannte eine Blutfehde. Und auf verlassenen Zuggleisen haben wir uns dann alle wieder getroffen, weil wir mussten es austragen. Und außerdem hat er mir ein Piercing geschuldet, fand ich. Und deswegen habe ich gesagt, kämpf, du Lurch. Und dann war er ein bisschen eingeschüchtert und kam mit all seinen Freunden. Und weil er halt so ein ziemlicher Lurch war, waren die halt auch alle ein bisschen schlaksig und Nerds. Und allein das Sonnenlicht hat er schon zu schaffen gemacht. Ich kam wiederum mit meinen Freunden, die ich von gestern noch dabei hatte, waren alles Poeten. Wir waren halt bereit, den Kampf auszutragen, mit Niveau. Und plötzlich, weil das ja hier eine Improrunde ist, kam dann ein Zug eingefahren auf die Gleise. Und das Sonnenlicht hat die Nerds so geblendet, dass die überhaupt nichts mehr gesehen haben und gedacht haben, ah, scheiß Idee, komm, wir lassen das. Nimm dein Zungenpiercing, kriegst du das nächste Mal, wenn du nach Aalen kommst, und bis dahin viel Spaß in Spandau. Ich darf, genau, schlägst du einfach dahin? Perfekt. Ich nehme dann gleich im Ring nach oben. Wow, okay. Da klippert der schon alles. Ich habe mich vorhin extrem verrechnet und keiner von euch hat auch irgendwas gesagt. 5, 5 und 7 sind natürlich nicht 22, sondern 17 Punkte für Kanter. Das ändert die Gesamtpunktzahl von ihm um 5 Punkte nach unten, nämlich 44. Nur der Vollständigkeit halber. Und wir brauchen jetzt eine Wertung für Franzi Lepschies. Und zwar in 3, 2, 1, bitte. Da oben, okay, da haben wir, ich fange hier unten an bei einer 6, dann sehe ich eine 7 und eine 7 und schließe oben mit einer 8. Ich streiche eine 6, ich streiche eine 8, das sind 21 Punkte mit 24 gemeinsam. Das sind insgesamt 45 Punkte für Franzi. Ich werde jetzt diesen Beutel greifen und damit nach oben gehen. Und in dieser Zeit freue ich mich, euch den letzten Halbfinalisten ankündigen zu dürfen. Bitte klatscht ihn an dieses Mikrofon. Hier ist für euch Micha Ebeling! Eine alte Legende, die man sich sonst ganz gern über einen Starken erzählt hat, neu aufzuschreiben. Das ist sozusagen
die Sage oder das Märchen von der Schniepelkröte? Es war aber nachts. Dunkel. Irgendwo zwischen Eiskeller und Schönwalde. Die Schniepelkröte höckerte inmitten von ihrem Lieblingsfeld. Es war aber ein Wirsingfeld. Hier mitten im Feld aus Wirsing betrieb die Schniepelkröte ihr Studio für Pirsing. Sie war berühmt, beziehungsweise der Schniepelkröte ihr Studio war berühmt überall. In Falkensee, Dalgo, Brieselang und Potsdam, Babelsberg. Denn sie war die einzige Kröte weit und breit, die ihre Kunden mit einem Schniepel pierste. Genau deshalb hieß sie auch Schniepelkröte, ist doch klar, oder? Das aber war ein abgefallener, vertrockneter, versteinerter, verzauberter Schniepel von einem Falski-Pferd. Sie hatte nur eine einzige Konkurrentin, die Blutfee. Diese hatte nämlich seit neuestem eine Webseite, die hieß blutfee.de. Schniepelkröte hatte schon eine Idee, wie sie die doofe Blutfee dazu bringen könnte, dass sie Vorzüge, weit, weit Vorzüge, vielleicht bis nach Cottbus mit dem RE, da würde die Blutfee vielleicht von der schwarzen Wutz in einen Gartenzwerg verzaubert werden. Zufrieden nahm die Schniepelkröte einen tiefen Zug aus ihrem Kelch mit Wirsingbier. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann schniepelt sie noch heute, liebe Leute. Jurywertung, gebt euch schon mal so richtig Mühe und eine Wertung für Michael Ebling. Bitte 3, 2, 1, jetzt! Okay, oh, da hinten war jemand gar nicht zufrieden. 5. Ich beginne mit einer 5. Ja, da, ich kann auch nichts weitermachen da, ne? Ihr könnt ihn nachher gerne. Nein! Und dann sehe ich oben, hier sehe ich eine 9 und schließe mit einer 10, einer 10 und noch einer 10! Unfreundliche 5 und streiche eine der 10 und dann bleiben trotzdem immer noch 29 Punkte übrig. Ja. Wir haben mit den 29 Punkten sind das nicht weniger als 52 Punkte für Michael. Und das heißt, wir verabschieden jetzt unter tösendem Gelärme von zwei Personen, die es leider nicht ins Finale geschafft haben, und das waren nämlich Kanter und Franzi Lepschins. Michael Ebeling und Aline Halimi bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne zu treten, auf dass wir herausfinden mögen, wer dieser beiden den ersten Finaltext verlesen solle. War das zu viel? Okay. Wir machen das ganz simpel mit Schnick, Schnack, Schnuck. Um Oberschenkelhalsbrüche zu umgehen, würde ich sagen, wir machen das mit der Faust wie früher. Ja? Es gibt drei. Also es gibt Schere, Stein, Papier, kein Brunnen. Okay? Schere, Stein, Papier, ohne Brunnen. Wir zählen gemeinsam runter von Schnick auf Schnuck. Okay? Und zwar jetzt sofort. Schnick! Schnack, Schnuck! Gut, dann machen wir nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck! Und damit haben wir einen Sieger. Lieber Micha, möchtest du als Erster oder als Zweiter lesen? Er kann anfangen. Okay. Dann lassen wir Micha noch ein bisschen suchen. Und euch bitte ich
alles zu geben für den ersten Finalisten vom ersten Igelsheim-Spandau im Jahr 2020. Hier ist für euch Aydin Halimi! Danke sehr. So, ich habe ja vorhin erzählt, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Und da passieren auch so manchmal so lustige Sachen, wenn man eine Sprache neu lernt, also lustige Missverständnisse. Als ich das erste Mal das Wort Erdöl gelesen habe, habe ich nicht gecheckt, dass es zwei Wörter sind, also bestehend aus Erde und Öl. Ich dachte, das ist ein Wort und heißt Erdöl. Ja, türkische Vorname. Erdöl, komm mal her. Ja, und ich war schockiert, wenn ich Sätze gelesen habe, wie im Iran gibt es sehr viel Erdöl. Ich so, nee, das ist türkisch, Mann. Ja, genau. Und der Text, den ich jetzt mache, hat damit gar nichts zu tun. Genau. Eine Frage muss ich in den Raum werfen. Wer von euch geht in der Woche... wer arbeitet von euch? einmal so, ja, rufen bei drei, 1, 2, 3. Ja. Okay, dann noch eine andere Frage, wer von euch würde lieber nicht arbeiten? einmal, ja, rufen, 1, 2, 3. Ja. Okay. Ja, das war so ungefähr die Hälfte. Spandau arbeitet gerne. Aber das ist kein Ding. Ich habe einen Text mitgebracht, der ein bisschen was dagegen setzen will. Und der geht so. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Leistung deiner Persönlichkeit maßgeblich mitbestimmt. Du bist, was du wirst. Die Räder der Arbeit drehen sich unerbittlich. Wir laufen in einem Hamsterrad, das mit Stress geölt wird. Hauptsache, der Mensch ist beschäftigt. Und wir treiben es bis zum bitteren Ende. Mittlerweile arbeiten wir für 1 Euro die Stunde, ja sogar unentgeltlich. Generation Praktikum werden wir genannt. Was soll noch kommen? Dass wir für eine schnell bezahlen, um arbeiten zu dürfen? Es ist höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. Die Faulheit ist ein Grundrecht. Und wenn Grundrechte mit den Füßen getreten werden, dann muss man sich zur Wehr setzen. Proletarier aller Länder, legt euch hin. Wir werden eine Partei gründen und sie betiteln mit Die Faule. Auf unserem Logo wird selbstverständlich ein Faultier abgebildet sein. Warum sieht ein Faultier aus, als würde es permanent lächeln? Weil es faul ist. Faulheit erzeugt Glück. Wir werden alles Erdenkliche tun, damit am Ende niemand was tun muss. Um den Zustand absoluter Faulheit zu erreichen, muss man aber leider davor was tun. Wenn wir gewählt werden, werden wir das hiesige Arbeitsamt durch ein Faulheitsamt ersetzen, in dem arbeitende Menschen systematisch gedemütigt werden. Wir werden uns für eine Abfuckprämie einsetzen. Das bedingungslose Grundeinkommen, wir werden das grundlose Bedingungseinkommen einführen. Wer die Lohnarbeit aufgibt, erhält ein Monatsgehalt seiner Wahl und hat nur noch glücklich zu sein. Unser Hauptanliegen ist das Liegen. Frei nach dem Motto, liegen und liegen lassen. Sitzblockaden waren gestern, wir organisieren Liegeblockaden. Unser Hauptfeind ist klar ausgemacht, Sarah Wagenknecht. Wer eine politische Bewegung ins Leben ruft und sie aufstehen nennt, hat bei uns schon verkackt. Wir müssen zusätzlich einige harte Maßnahmen ergreifen. Von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags herrscht eine allgemeine Ausgangssperre. Da wird geschlafen. Außer Geburtstermine werden alle anderen Terminvereinbarungen verboten. Wer pünktlich ist, wird schon umerzogen. Keine Sorge, Strebertum und Leistungswille werden mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren Aufenthalt in einer Hängematte bestraft. Unser Wirtschaftsmodell ist eine Art Planwirtschaft. Sie wird planmäßig stillstehen. Eins kann ich euch versprechen, bei uns wird es keine Krisen geben, denn es gibt auch keine Blütezeit. Bei uns gibt es weder Inflation noch Deflation, sondern nur Flation. Es flattiert halt einfach. Der Kapitalismus setzt alles auf Wachstum, wir hingegen sagen, Wachstum endet mit der Pubertät. Zu der Zeit, wenn der Kapitalismus noch wachsen will, wann will er endlich erwachsen werden? Zu derzeitigen internationalen Spannungen haben wir auch eine Lösung.
internationale Entspannung. Ich empfehle jedem Hetzer auf dieser Welt eine Massage. Wenn du entspannt bist, kannst du nicht wütend sein. Zwei Zustände, die sich nicht vertragen. Die Alliteration spricht für sich. Frieden, Freiheit, Faulheit. Die Liberalen unter euch können Fortschritt dazu nehmen. Ich würde es nicht machen. Wenn wir konsequent faul wären, wären wir definitiv friedlicher. Wer ließe sich dann freiwillig von Militärdiensten rekrutieren, geschweige denn zu den Waffen greifen? Habt ihr den totalen Krieg? Ach nee. Allein das Wort total klingt schon stressig. Danke, lass mal stecken. Wenn wir konsequent faul wären, wären wir weniger rechtspopulistisch. Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ui. Paula ist davon überzeugt, dass die Faulheit die Welt besser macht. Bald sind wieder Wahlen. Geht nicht wählen. Lasst die Wahlhelfer zu euch nach Hause kommen. Und gebt der Faule eure Stimme. Wir werden dann sehen, ob wir Bock haben, unser Versprechen zu halten. Jetzt mal mit Lyrik. Habe ich ja auch was. Das ist ein Text aus meiner Reihe, manchmal spürig Lyrik. Zwei Stück davon. Das erste heißt Blumengrub. Ein kurzes Gedicht aus meiner Reihe, manchmal spürig Lyrik. Allerdings mit für die Kürze des Gedichts unverhältnismäßig langem Vorspann. Was soll ich sagen? Vor ein paar Jahren noch waren sie die Attraktion, vielleicht sind sie es heute noch, aber zumindest kennt sie jeder und die meisten haben sie auch schon gesehen, die Blumen Group. Auch ich durfte vor ein, zwei Jahren einmal ihre Show beiwohnen. Ein ziemlich groß angelegtes Spektakel, wobei ich sagen muss, dass mir im Nachhinein am ehesten die Musik in Erinnerung geblieben ist. Die machen da sehr viel mit Perkussion. Die hauen da auf so lange Plastikrohre, das gibt einen fetzigen Sound. Das Ganze hat ja Once Upon a Time in Amerika angefangen und dann haben sich die blauen Männer auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Ich denke, dass dabei die Farbe Blau, die sie dafür gewählt haben, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Die Farbe Blau symbolisiert irgendwie auch das Göttliche, ist doch der blaue Himmel die Schnittstelle zwischen Irdischem und Außerirdischem, Jenseitigem, zwischen Mensch und Gott. Zum Beispiel in dem kleinen Schweizer Städtchen Winterthur gibt es einen Kirchturm mit Uhr, deren Zifferblatt in einem wunderbaren, transzendenten Blau leuchtet. Als ich von Herrn Bitterlis Wohnzimmerfenster aus zum ersten Male dieses Blaues gewärtig wurde, zerriss es mir schier das Herz und ich war ganz und gar Hölderlin Rilke in mir drinnen. Stundenlang liefen mir die Tränen über mein liebes Gesicht. Das ist mein Lieblingssatz in diesem Text. Ein Gedicht, schreib ein Gedicht, schrie es in mir. Ein Gedicht dieses Blaus zu gedenken, es für immer festzuhalten in einem Wort, dieses ewig schöne Blau in ewig schöne Worte fassen, aber ich konnte nicht, es ging nicht. Manche Dinge lassen sich, so scheint es, nicht beschreiben. Zum Beispiel, was in einem Mann vorgeht, wenn ihn eine Frau fragt, und was denkst du? Aber seitdem wollte ich ein Gedicht erdichten, in dem die Farbe Blau eine Rolle spielt. Aber so einfach ist das eben nicht. Da ist mir bislang nicht viel eingefallen. Ich hätte aus den Buchstaben des Wortes Berlin, also so ein kleiner Ort hier in der Nähe, also B-E-R-L-I-N, einen Satz bilden können, wo Blau drin vorkommt. Etwa, blaue Erbsen rollen leise ins Nichts. Das aber ist ein surrealistisches Akrostichon, das uns in keinster Weise zum Ausdruck bringt, was mich beim Anblick eines schönen Blaus bewegt. Unlängst aber lief ich frierend durch Friedrichshain
und vorbei an so einem Plakat mit diesem blauen Blumenkrug-Gesicht. Und irgendwie spürte ich, dass der Zeitpunkt gekommen war, der Zeitpunkt für das Gedicht. Ich ging heim, meditierte eine Weile zu dem beruhigenden, tiefen Ton meiner tibetanischen Klangschale. Und dann stand für mich fest, dass es ein Gedicht werden würde, in dem zwar nicht das Wort Blau, aber immerhin doch das Wort Blumengroup drin vorkommen würde. Es heißt, Winter so kalt, damals in der DDR, Ende der 60er Jahre, die Erinnerung an den Krieg bei den Alten noch wach, und der kleine Michael Ebling sitzt im nicht eben gut geheizten Wohnzimmer am Fenster und blickt traurig auf die Eisblumen, die ihm die Sicht versperren auf das Leben draußen vor der Tür, wo die anderen Kinder auf der vereisten Wolfgang-Borchert-Straße Schlittschuh laufen. Da kommt ihm ein Gedanke. Er zieht sich seine Wetterstiefelchen an und eilt aus dem Haus. Soweit der Titel. Er musste etwas länger ausfallen, um die Stimmung richtig einzufangen. Gedicht, auch für euch da oben, endlich. Das ist, okay, man sieht euch nicht, aber es ist für euch. Ich ging noch in den Kindergarten, war schmal und fein, ein blasser Bub, konnte draus den Frühling kaum erwarten, mit Kinderhand in frosker Erde, ich sehnsuchtsvoll nach Blumenblut. Entstanden, weil ich letztes Jahr eine Lyriklesung gehört habe. Also ich war dabei. Es war experimentelle Lyrik. Das hat mir sehr gefallen, das hat mich beeindruckt. Ich fand das interessant und danach habe ich versucht, auch eine experimentelle Lyrik herzustellen. Das Gedicht heißt Pa-Bum, weil es mit Pa anfängt und mit Bum aufhört. Aus meiner Reihe manchmal spürig Lyrik. Pa, 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 pa. Pi-pi-pi-pi-pi-pi. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Papalapap-plapper, da der Biber-Butzemann. Wo der Biber-Butzemann? Da der Biber-Butzemann. Da der. Da der Bi. Da der Biber-Butzemann mit allem Biber-Podium tanzt er im Kreis heran, Vietnam. Doch der Kreis, da hieß Georg. Und der Kreis, da ist tot. Das Boot ist voll, voll mit Brot. Brotzeit in der Botanik, Todzeit auf der Titanic. War die Titanic aus Pappel? Um die Pappel, der Klabautermann tanzt um die Pappel aus Pappel. Aber wo ist Hoppel, Hoppel? Hoppel, Hoppel, wo bist du? Max, wo bist du? Papst, wo bist du? Oropax, Oropax, Papas Obst, Obiat-Obst, die immer fein in die Boxenhändchen klacksen, kleckern nicht klotzen. Im Vatikan gibt's keine Vogelstimmen-Imitatoren, nur Inquisitoren, die sich gern mal in den Anus Dei, wo die Liebe. Der Bär ist bärtig, der Bär ist artig, der bärtige Bär ist abartig, der Bart ist ab, der Bär isst ab und zu Bärlauch, ab und zu beißt der Bär beißige Bär zu. Ein Bär im Zuber ist ein Zuberbär, kein Zauberbär, ein zaubernder Bär braucht Zubehör, ist ein Zaubär. Ist der Bär sauber, ist er ein Saubär. Kommt der Bär in den Himmel, ist er ein Himbeer. Petrus ist bärtig, sein Schlüssel ist bärtig, vermutlich ist Gott ein Bär. Lieber Bär, mach mich fromm, dass ich einen Bart bekomme. Komm, lieber Bär, und mache die Bärte wieder grün. Grün, ja grün, sind alle meine Ampeln. Du musst mit den Wölfen hampeln, du sollst mit den Beinchen strampeln. Du bist das Ampelmännchen, je suis Ampelmännchen. Jesus war ein Ampelmännchen, Jesus hängt am Schönefelder Kreuz. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, wenn er fällt. Auch nicht schön, wenn in Schönefeld eine Schöne fällt. Dann war wieder was mit dem Flughafen. Ja, ist ein Flughafen. Fluch, mein Käfer, Fluch, das war der letzte Versuch. Versuch macht klug. Versuch macht klug. Das ist grober Unklug. Brüderle, komm, tanz mit mir. Beide Hoden quetsch ich dir. Es dichtet im Dickicht ein Wichtel. Ein Übel ist ein geiles Wicked-Geschichte. Dem Geschichtel wohnt inne die Zauberkraft, die in der Welt ein wenig Ordnung schafft. Reden wir nicht lang drum rum, wenn ein Nazi das Geschichte hört, fällt augenblicklich tot er um. Eine kleine Aussicht geben, was heute gewonnen werden kann. Wir haben natürlich nicht zu vergessen, eine bereits angefangene Tüte Erdnussmix. Erdnussmais. Wer mixt Erdnuss und Mais?
Es sind Kaugummis dabei. Ich habe mich gefragt, warum riecht der Beutel so? Es sind Räucherstäbchen mehr drin. Wir haben auch, falls die Würze fehlt, Aydin oder Micha, wir haben Zimt. Wir haben Zimt. Und ich habe auch, da war noch irgendwas anderes drin. Paprika, glaube ich, oder so. Wäre auch nicht schlecht. Und das Schönste aber tatsächlich, also Geld ist natürlich auch drin, ohne Frage. Taschentücher, ganz toll. Einfach eine leere Plastiktüte, vielen Dank dafür. Ein Tampon ist mit dabei. Das werden die beiden jetzt eher nicht brauchen, aber... Okay. Oh, das ist super. So ein Pets-Spender. Das ist super. Sind auch Pets drin, so Dinger zum Reinfüllen? Okay, achso, da unten, stimmt, da unten ist eins, ach, großartig, ganz, ganz toll. Und das eine Geschenk möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist ein Paket, in dem sich nichts weniger befindet als eine blaue Fußhängematte, meine Damen und Herren. Eine Hängematte für Füße, nehme ich an, ich habe sie nicht ausgepackt. Wir werden das nachher machen, eine blaue Fußhängematte. Großartig, ich stelle das hier ein bisschen zur Seite. Bevor wir jetzt rausfinden, wer gewonnen hat, darf ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Am 15. Februar, am 15.2. findet der nächste Eaglesheim in Schwandau statt. Das ist wieder ein Samstag, bitte kommt alle hin. Und am 6. Juni, am 6.6. finden wir wieder, wie letztes Jahr, in der Freilichtbühne in der Zitadelle statt. Das wird großartig, da ist noch viel mehr Platz für viel mehr Leute. Bitte kommt auch dorthin, wir werden ein großartiges Line-Up zusammenstellen. Und jetzt bitte ich unter einem tosenden Applaus die beiden Finalisten auf die Bühne. Hier sind für euch Michael Ebring und Aydin Halimi. Gemeinsam herausfinden, wer dieser beiden schmucken Herren heute Abend als Sieger hervorgehen sollte. Wir werden da in Auftrittsreihenfolge vorgehen. Deswegen bitte ich jetzt den zuerst gehörten Aydin, ein paar Schritte nach vorne zu treten. Wenn ihr der Meinung seid, dass niemand anderes als Aydin Halimi heute Abend als Sieger das Kulturhaus Spandau verlassen sollte, dann rastet vollkommen aus. Und zwar jetzt! Wenn ihr aber andererseits wiederum der Meinung seid, dass Michael Ebeling der Zweitwürde, der jetzt ein paar Schritte nach vorne tritt, heute Abend gewonnen haben sollte, dann rastet vollkommen aus und zwar jetzt! Hast du eine Tendenz? Kann ich deine Hand sehen? Ah, toll, danke für den. er hat nur so gemacht. Super. So kommen wir nicht weiter. Aydin hatte so ein paar Schreier dabei, die sehr, sehr laut waren. Micha auch, die kamen dann erst später mit rein, waren aber dann wiederum genauso laut. Hilft halt nicht. Wir machen jetzt 2 Sekunden Power-Applaus. Das funktioniert relativ simpel. Ich hebe diesen Arm, den linken Arm, wohlgemerkt, hebe den linken Arm. Und wenn ich ihn senke, sind 2 Sekunden vorbei. Das hat nichts mit der tatsächlichen Zeit zu tun. Wenn ich den Arm senke, sind 2 Sekunden vorbei. In diesen 2 Sekunden entscheidet ihr euch bitte, ihr alle und sie, für eine Person, die gewonnen haben sollte. Ja? Für eine Person entscheidet ihr euch und macht 2 Sekunden lang Lärm und hört dann sofort wieder mit auf. Wir testen das ganz kurz an. Wenn ihr der Meinung seid, dass Nick an der Technik heute einen großartigen Job gemacht hat, 2 Sekunden Lärm und zwar jetzt! Deswegen, wir fangen wieder mit Aydin an. Wenn ihr der Meinung seid, Aydin sollte heute Abend als Sieger von der Bühne gehen. 2 Sekunden Lärm und zwar jetzt! Sagt ihr aber nein, es muss Michael Ebeling gewesen sein. Dann 2 Sekunden Lärm und zwar jetzt! Ja, der ist Quatsch, alles habt ihr recht. Ist ein großer Beutel und ich freue mich sehr, dass ich ihn nicht einem, sondern 2 Siegern übergeben darf. Ich möchte mich bedanken
geht, ja, eins großer Applaus steht noch aus. Und zwar für den Mann, der uns heute professionell, charmant durch den Abend geleitet hat. Deswegen holt nochmal alles raus, was ihr habt. Für Samson!